Wie viel ist übrig? Es ist gar nichts übrig. Es tut mir leid. Das ist der einzige Moment, in dem ihr zu Christus kommen könnt, wenn der Geist Gottes euch zum Kreuz erzieht. Zögert nicht! Hast du je überlegt, ein Seminar zu besuchen? Ich kann es mir nicht leisten. Ich kehre morgen nach Kalifornien zurück. Hier, meine Karte. Senor Stedman, hier spricht Luis Palau. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben. Du warst auf der Suche nach Gott. Ist das so? Bitte. Glaubst du, mit diesem Mundwerk kannst du jedes Problem lösen? Ich hab's nicht so gemeint. Natürlich hast du es so gemeint. Ihr müsst nicht gehen. Ich werde die Sache regeln und finde so bald wie möglich eine neue Wohnung für euch. Manchmal frage ich mich, ob ich für Gott wertvoll genug bin, um für ihn zu arbeiten. Du hast einen großen Auftrag bekommen. Vergib mir, mein Vater. Das hat Jesus gesagt im Evangelium nach Johannes. Aber Jesus ging noch weiter und machte es noch komplizierter. Er sagte, bete für deine Feinde und liebe sie. Brüder und Schwestern, Jesus klopft gerade an die Türen deines Lebens, deines Herzens, deines Hauses. Aus diesem Grund sind wir hier, dass wir den 8. Dezember als Datum ausgewählt haben, um alle gemeinsam, mit demselben Gefühl und Geist, alle Gemeinden zusammen, wie ein einziger Körper zum Plaza Bolívar zu marschieren. En tres, dos, Luis Palau responde. In den letzten Tagen habe ich einen Brief von einer jungen Frau erhalten, die mir von ihrem großen Problem erzählt. Ich will evangelisieren, Pat. Ich meine Massenevangelisation. Wenn Gott es will, wird es geschehen. Billy Graham. Wie schön, Sie zu treffen, Mr. Graham. Oh. Schon bald wird er auf der ganzen Welt predigen. Ich bin mir sicher. Das ist absurd, bitte. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich wusste, was es bedeutet, Missionarin zu sein, bevor ich dich traf. Willst du erfolgreich sein, brauchst du eine klare Vision und sehr viel Mut. Was würde passieren, wenn ich euch sage, dass ihr hier und jetzt ein neues Leben beginnen könnt mit Gott? Genau jetzt, in diesem Augenblick. Wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir eine Gemeinschaft untereinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, befreit uns von aller Sünde. Wer ist dieser Mann? Luis. Luis Palau.